So, guten Abend, liebe Zuschauer, zur jetzigen JFD Live Trading TV Sendung für die Späteinschalter 22.06.1945. Wir wollen auf die US-Märkte schauen, aber vorab auch wie im Stream schon angekündigt, uns mal hier den DAX ein Stück weit näher betrachten, der ja heute fulminant gestartet ist. Dann gab es heute hier tatsächlich über hier im Stundenchart Intervall über die Mittagszeit hier ein Stück weit eine Konsolidierung, um dann hier letztlich mit dem Beginn der US-Börsen, die hier ein Stück getragen werden durch die Euphorie hier in Europa, nochmal einen Schub nach oben, und wir haben bereits hier knapp das Level von 11.500 Punkten, das klare Widerstandslevel, erreicht. Jetzt wird es eben spannend, wie die Entscheidungen ausfallen. Unsere Bundeskanzlerin rechnet ja hier nicht mit einer Einigung. Es gibt ganz viele Für und Widers. Eine Entscheidung soll spätestens zum Ende dieser Woche getroffen werden, so ja hier vom EU-Kommissionschef und. Ich will gar nicht auf die fundamentalen Rahmengegebenheiten eingehen. Vielmehr will ich mir den Chart anschauen, und der kommt hier eben, wie gesagt, sehr, sehr bullisch daher. Wenn wir hier mal vorsichtig einen Aufwärtstrendkanal versuchen zu visualisieren, dann ist es dennoch so, dass wir hier im Bereich 11.500 Punkte, auch wenn wir jetzt die Integration ein Stück weit fortschreiben, hier wäre dann praktisch morgen in der Früh, beziehungsweise hier 6, 7, 8 Uhr. Da muss man natürlich dann sehen, was der Preis bis dahin macht. Ich setze hier oben mal den roten Pfeil hin. Wir haben hier im Bereich 11.500, 11.520 Punkte den Widerstandscluster. Hier unten haben wir ein sehr gutes Support-Level, das heute während der Mittagsstunde schon fast erreicht wurde. Also hier das Niveau von 11.230, 11.200 Punkten. Das ist sehr, sehr interessant für den Fall, dass der Markt ein Stück weit zurückkommt. Wäre das hier durchaus ein, ja, Engagement jetzt über die Nachtstunden, je nachdem, wie die Entscheidungen der Nacht ausfallen, bei Rücksetzern diese Schwäche zu kaufen, um auf einen Ausbruch zu spekulieren in Richtung 11.700 plus. Allerdings ist das hier die Interpretation im Stundenchartintervall. Wenn wir uns nämlich hier den Tageschart anschauen, da haben wir hier noch den Chart drin mit diesem großen Abwärtstrendkanal. Da sehen wir, dass wir genau jetzt hier angekommen sind, und ja, es wird sich sicherlich in der Nacht, Schrägstrich morgen früh, entscheiden, und spekulativ orientiert kann man hier im Sinne dessen, dass wieder eine Entscheidung ausbleibt, im Sinne dessen, dass wieder auf Zeit gespielt wird und keine Lösung gefunden wurde, auf einen Rücksetzer spekulieren. Spekulieren wohl bemerkt, denn natürlich ist der Ausbruch unmittelbar vorstellbar, der DAX hier unmittelbar am möglichen Szenario, um Stundenchart wie gesagt denkbar. Wir sind aber heute schon sehr, sehr stark gelaufen, und ich sagte heute Vormittag schon, der Dienstag ist neben dem Freitag der schwächste Handelstag. Insofern Obacht geben, hier kann durchaus was passieren. Wir sind ja charttechnisch gesehen an einem ganz, ganz klar definierbaren Widerstand, und das wäre erst umgekehrt, wenn der Index hier eben deutlich über 11.520 rauszieht. Dann wäre 11.700 sicherlich auch nur eine Zwischenstation. Dann kann es hier sprungartig weiter in Richtung 11.9 und höher gehen. Also die Bullen werden dann hier förmlich von der Leine gelassen, und dann eine weitere Performance stünden nichts im Weg. Aber rein technisch muss man hier einen Abprall einkalkulieren, deswegen der rote Pfeil hier. Das Ganze wird tatsächlich erst oberhalb von 11.520 umgekehrt. Dann sind die Bullen hier am Start. Dann dürfte sich auch eine im Endeffekt klare Situation bezüglich Griechenland darstellen. Bleibt diese jedoch aus, werden die Märkte wieder enttäuscht. Und das wäre hier unter technischen Gesichtspunkten die Spekulation, dass der Markt es eben nicht schafft, hier rauszuziehen, sondern hier technische Widerstände nutzt und insbesondere unterhalb von 11.400, 11.350 Punkten dann nochmal richtig in die Knie geht. Das darf man nicht ausschließen. Und spekulativ orientiert im Sinne der Statistik, auch der saisonalen Komponente, wir schauen mal kurz hier auf den DAX, ist das durchaus möglich, dass wir hier jetzt erst noch mal ein Stück weit zurücksetzen, die Unsicherheit weiterspielen und dann erst im Juli noch mal einen Auftrieb bekommen. Also hier die statistischen Rahmenfaktoren sprechen hier durchaus für einen kleinen Rücksetzer vom aktuellen Niveau ausgehend. Spekulativ, wie gesagt, denn wenn es nach oben rausgeht, haben die Bullen hier sicherlich weiteres Momentum in ihrer Hand. Damals jedoch der Hinweis hier auf diese Hammerkerze, der war mehr als vortrefflich. Liebe Zuschauer, hoffentlich haben Sie die Sendung von damals gesehen. Hier dieser blaue Tendenzpfeil, den ich jetzt hier ein Stück weit verlängert habe im Sinne einer möglichen Abwärtsbewegung, der war damals schon zu lokalisieren, denn diese Hammerkerze hat hier im Bereich dieser unteren Trendlinie ein sehr, sehr schönes Signal dargestellt, und der DAX im Prinzip heute eben hier gute 400-500 Punkte höher. Gut, jetzt schauen wir nochmal auf den S&P 500, auf den breiten Index in den USA. Und der kommt natürlich nicht weniger bullisch daher, um nicht zu sagen, der hat schon ein Stück weit mehr vollbracht als der DAX. Moment, das ist der Nasdaq. Jetzt muss ich nochmal auf den S&P 500 gehen. Da ist er. Wir haben nämlich hier ganz signifikant in der vergangenen Woche den Ausbruch vollzogen.
Ja, hier am Freitag ging es dann natürlich wieder runter. Da war der Ausbruch wieder ein Stück weit relativiert. Aber hier das Scheitern im Bereich 2100 Punkte, das setzte sich nicht durch. Vielmehr brach der Index am Donnerstag sehr, sehr dynamisch aus mit dieser Hammerkerze. Also nicht Hammerkerze im Sinne eines Hammers einer Formation, sondern mit dieser Hammer-Momentum-Kerze, mit einem einfach starken Impuls. Freitag gab es dann die Retourkutsche, heute wieder positives Momentum. Und Sie sehen es, wir sind nicht mehr weit weg von den Allzeithochs. Der S&P 500 hat hier sicherlich gute Chancen, jetzt noch ein Stück weit aufzudrehen. Werden wir hier noch eine kleine Trendlinienanpassung vornehmen. Faktisch natürlich, wenn das hier in Griechenland sich jetzt nicht umkehrt, stehen die Chancen gut, dass der Index nach oben zieht. Aber auch hier, meine lieben Zuschauer, aber auch hier haben wir die Tatsache nach den jüngsten Gewinnen, dass wir hier am Dienstag einen statistisch schwachen Wochentag haben. Und den werde ich Ihnen jetzt mal darbieten. Denn beim S&P 500 sind es am Dienstag sogar nur 42% positive Schlusspreise. Das ist sogar der schwächste Handelstag in den letzten 52 Handelswochen. Dienstag sehr, sehr schwach. Da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Wenn, wie gesagt, die Euphorie sich nicht durchsetzt und der DAX mit seiner technischen Einschätzung jetzt hier nach unten kippen sollte, dann macht das der S&P 500 sicherlich auch, wenngleich natürlich die USA ihr Eigenleben führt. Aber die Enttäuschung wäre natürlich dann richtig groß und auch hier die Saisonalität würde hier in das gleiche Rohr blasen. Die nächsten Tage eindeutig saisonal gesehen sehr bärisch und ja, kurz vorm Allzeithoch ist das wieder mal gar keine gute Signalgebung, denn zuletzt immer wieder ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wurde nicht signifikant weiter hochgekauft und das heißt, wir bauen hier mehr oder weniger immer mehr Divergenzen auf, wenn hier nicht nachhaltige Impulse nach oben kommen. Letztlich haben wir aber den Ausbruch vollzogen, wir sind über 2115 Punkten und solange wir da drüber sind, meine lieben Zuschauer, ist der S&P 500 für sich betrachtet in einem bullischen Fahrwasser. Ja. Erst wenn wir unter 2110 Punkte zurückfallen, beziehungsweise hier insbesondere die heutige Kerze, die Kerze vom Freitag, unterschreiten. Am Freitag haben wir den Pullback schon an diese Trendlinie gesehen. Es ist nicht mehr nötig, hier in Richtung 2100 Punkte zurückzufallen. Falls es doch passiert, muss man hier ernste Fragen stellen im Sinne dessen, ob der Markt hier noch nach oben aufdrehen kann. Wenn es aber eben dazu kommt, dass hier die Saisonalität sich durchsetzt, dann ist es durchaus vorstellbar, dass der S&P 5 und der 500 Index hier nochmal einen kleinen Umweg fährt. Das kann man wirklich nicht ausschließen. Also technisch, wie gesagt, ist der Weg eigentlich frei. Beim DAX fehlt noch der Sprung über 11.520. Beim S&P 500 ist, wie gesagt, hier oben jetzt eigentlich Luft. Da ist nur noch das Allzeithoch hier im Bereich 2135 Punkten zu knacken. Wichtig wäre es, und da muss man eben wirklich drauf schauen, die letzten Ausbrüche auf neue Allzeithochs hier im April, hier im Mai waren nie nachhaltig. Das heißt, nach einem Ausbruch ging es nicht nochmal 60, 70 Punkte hoch, sondern es waren nochmal 30, 40 Punkte Maximum und dann knickte der Markt erstmal wieder ein. Das ist natürlich ein Stück weit undynamisch und das zeigt sich auch hier im großen Wochenchartintervall. Das sind ja diese kleinen Wochenkerzen, aber wir führen hier nach markttechnischen Gesichtspunkten nochmal wieder einen Punkt hinzu nach dem letzten Bewegungsimpuls. Wir haben nämlich hier ein höheres Tief gemacht. Und im Prinzip ist es jetzt so, dass der Markt natürlich jetzt die Chancen hat, hier in Richtung Allzeithoch zu ziehen. Das ist definitiv gegeben. Richtig kritisch wäre es, wenn wir den letzten markttechnischen Verlaufstiefpunkt unterschreiten, hier vom März. Dann wäre das sicherlich unschön, aber Sie sehen hier in der Reihe der Bewegungsimpulse müsste es jetzt weiter nach oben gehen. Sicherlich eingestreut, wenn es eine Konsolidierung gibt, richtig deutlich unter 2100 sollten wir nicht gehen. Aber wer weiß das schon? Wir werden sehen, was der Markt macht. Die große, sehr, sehr große Divergenz hier ist nach wie vor vorhanden. Sie sehen hier, der Preis steigt, der RSI-Oszillator Periodeneinstellung 14 fällt. Und was auch noch nicht uninteressant ist, gerade im Blick auf die Handelsvolumen an den US-amerikanischen Börsen wurde heute festgestellt, dass an der NYSE, also New York Stock Exchange, und auch an dem Nasdaq hier das Handelsvolumen im Schnitt 8% unter dem der vergangenen 3 Monate liegt. Das heißt, die jüngsten Bewegungsimpulse sind nicht mit steigenden Umsätzen untermauert. Das birgt ein gewisses Risiko. Ich will hier aber nicht die großen Bären an die Wand malen. Warten wir mal ab, was die Märkte machen. Letztlich haben wir saisonal stürmische Tage vor uns. Insbesondere der Dienstag sieht hier statistisch bärisch aus. Also wer mutig ist, könnte jetzt hier im Vorfeld dessen, dass es zu einer Enttäuschung kommt, in Griechenland ein Short-Investment wagen. Das könnte sich auszahlen. Aber wie gesagt, die Märkte sind hier newsgetrieben. Sehr, sehr schwer zu berechnen. Warten wir ab, was passiert. Das grundsätzliche Setup erlaubt weitere steigende Preise. Kurzfristig scheint hier doch das Risiko auf der Oberseite begrenzt.
Insofern, dass es sich doch umkehren kann und es hier einen Abwärtsmove geben kann. Warten wir ab, was passiert. Wird spannend. Morgen schalten wir wieder ein bei JFD Live Trading TV. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.